Der Club. Rund um die Welt haben die Frauen angefangen, über Sachen zu reden. Meine Gäste sind Melanie Müscher, Essig, Janosch. Schauen wir zuerst schnell zurück, wie alles angefangen hat. Cristiano Ronaldo, Feminismus, Michel Binswanger. Das war ja, glaube ich, nicht die Absicht, oder? Irgendwie habe ich gedacht, so, endlich, jetzt redet man endlich mal über diese Sachen. Ich habe wirklich wochenlang telefoniert. Ich habe das Verhältnis zwischen Mann und Frau und so weiter. Aber es hat natürlich auch problematische Seiten. Esther Giesberger, Sie sind vor über einem Jahr bereits Gast im Club zum gleichen Thema. Wird sachlicher heute diskutiert? Ja, ja, gut. Also, die Frauen und so, das sind, ich meine. Und dann kommt der Ronaldo. Man sollte nicht Äpfel und Birnen sexuelle Belästigung und ein bisschen. Ja, ja, das tut mir jetzt auch noch gut, wenn ich da auch noch etwas sage. Melanie Weiniger, wie viele Nachtessen oder Anlässe sind Sie in den letzten 12 Monaten? Sie sind ja sehr viel an Anlässen. Ich habe jetzt mehr an Essen gemeint mit Kollegen und Freunden, weil an Anlässen gehe ich aber nicht mehr an. Und was ist dort, über was hat man dort genau diskutiert? Männer, und da bin ich ein grosser Fan davon. Also es hat etwas bewirkt, sagen Sie, ganz klar. Frauen und Männer darüber diskutieren. Janosch Horvath, fühlen Sie sich bedroht als Mann? Also die Männer oder fühle ich mich bedroht? Beides. Sie können zuerst über die Männer reden, ist einfacher, und dann über sich selber. Also eine gewisse Verunsicherung ist da. Ja. Sie selber, wie gehen Sie mit dem um? Ich habe das Glück, dass ich mit sehr verschiedenen Männern in Kontakt bin. Ja, ich hätte einfach gesagt, da ist etwas passiert in dem Sinn, dass ich Heuchlertum generell nicht mag. Und als ich den gesehen habe, dort sitzen und gesagt, wie der dann sich da aufblustert hat, dass er eine Jungfrau war, fast bis jetzt und so weiter, da ist mir sehr schlecht geworden. Und da habe ich wieder einmal gemerkt, ja, für viele Frauen, weil sie dann eben nicht so attraktiv sind. Die Frau hat ja nicht attraktiv. Also sie hat gesagt, wir kommen eben noch auf den Fall, kommen wir noch im Detail zurück. Ja. Jetzt als Mann ist es so noch schwierig. Ja. Da sagen Sie wirklich alles, was Sie denken. Ja, das mache ich nie. Und jetzt haben Sie aber nur eine Frage gestellt, die ist jetzt wie untergegangen. Was haben Sie? Ob Sie vorsichtiger sind? Das kommt für mich gar nicht in Frage. Und insofern musste ich lernen. Und das ist auch, gehört auch in den Prozess hinein. Es gibt fürchterliche Männer. Ihr Mannenbild hat sich aber vielleicht ein bisschen verändert. Sie sind erstaunt, Ihre Worte, was für fürchterliche Männer das es gibt. Und mit einem Mann. Ein extrem grusiger Mann. Und dass er sehr komische Sexpraktiken hat, das ist lustigerweise immer so sehr lustig erzählt worden. Sex gegen eine gute Rolle. Ja. Das war für mich einfach wie maßgeblich für das, dass ich eine Rolle nicht bekomme. Also Sie haben eine ganz klare Haltung. Frage an die Frauen in der Runde. Ist es dann verwerflich als Frau? Ist immer der Mann der Täter und die Frau ist immer das Opfer. Wenn man das kann, wieso soll man nicht? Man muss einfach nicht mit der Opferhaltung reingehen. Im Fall, Sie haben ja gefragt, ist es verwerflich, wenn man Sex einsetzt, oder? Überhaupt nicht. Ich finde. Finde ich eben noch nicht gesehen. Wieso? Echt? Ich meine, ich reg mich wahnsinnig auf. Aber jetzt nach dieser Debatte, oder? Also nach dem MeToo, das ist wirklich negativ. Ich fühle mich da als Frau dann vielleicht fast sogar ein bisschen nicht ernst genommen, oder? Ich sage, Ehrenwort. Also, ein Mann soll mir doch noch sagen, es ist ein Flittchen und so, wo das also von dem her, hey, du siehst heute gut aus. Herr Horvath, getrauen Sie sich das? Würden Sie sich noch getrauen, den Verbindswagen als Kompliment zu machen? Für den Fall. Ja, gut. Du gehst jetzt auf die Knie, oder? Danke. Ich habe gedacht, die Augen kommen, aber der Ring ist auch gut. Das ist ja das Interessante, was ich jetzt erlebe, finde ich ganz wahnsinnig interessant, dass Frauen den Sex einsetzen, und das ist ein Spiel. Das ist ein erotisches Spiel. Mm. Und das ist ein interessanter Prozess, der hier in Gang kommt. Ja, aber das ist ja auch eine der positiven Seiten von MeToo. Mm. Wir haben sehr viele Männer gesagt, sehr schwierig, oder? Weil es einfach keine generellen Regeln gibt. Mm. Genau. Wie ist das für Männer? Das möchte ich gerade anknüpfen. Eine Frau, die ihren Sex einsetzt. Weiss denn der Mann da immer, wie er darauf reagieren muss? Das ist das Allerschlimmste. Was aber das Problem ist, was ich viel in der Praxis erfahren musste, dass die Frauen, also ich tue jetzt verallgemeinern, dass die Frauen das Nein nicht wirklich kennen. Oder? Dass das Nein nicht wirklich internalisiert ist. Also ich finde es auch ein bisschen kritisch, weil ich früher im Verkauf geschafft habe. Mhm. Und da hat es mal den Morgen gegeben, wo wir Inventar hatten. Und dann ist die eine die Mitarbeiterin ist zu spät gekommen, sie hat verschlafen. Und dann ist sie dann gekommen, wir waren ins dritte, zu vierte.
und da nehme ich auch eine Kritik auf mich, in dem Moment habe ich nicht vor allen denen reagiert und habe gesagt, hey, aber geht's noch? Ich mag mich genau, ich bin nicht ein Alkoholiker, überhaupt nicht, aber ich mag mich zum Beispiel darum genau erinnern, noch mit 20, wie ich im Küsnachter Autobus gesessen bin, vollständig betrunken und nachher ausgestiegen und in den Garten gekörbelt habe. Ich habe das noch wie jetzt. Da. Also, ich kann, genau, wenn genau diese Situation, extrem betrunken ist. Gut, aber das, was wir jetzt hier sehen, was da stattgefunden hat, ist das jetzt ein Ergebnis von MeToo? Ich glaube schon. Das ist jetzt wieder die positive Seite. Also, hey, weißt du was? Fertig. Gehen wir wieder auf eine allgemeine Ebene. Ich bin auf die allgemeine. Wenn ich uns jetzt anschaue. Ja, wir sind gerade dran. Mhm. Oder? Und zwar nähern wir uns gegenseitig an. Ich habe so zuerst, ich habe ja gesagt, ich sehe ein bisschen vorsichtig. Und ich konnte zunehmend meine Vorsicht ablegen. Ich bin jetzt sehr nahe an dem, wo ich eigentlich denke. Und muss nicht Rücksicht nehmen, weder auf Präbinswange noch auf sonst irgendeine Frau. Dass wir ein Gespräch finden, auch ein erotisches Gespräch, dann ist das ein unglaublicher Gewinn. Wenn man da, weil das ist etwas Kreatives und etwas Lebendiges und alles andere ist... Es wär schön, aber es ist immer so die Frage, in der Theorie wäre es schön. Also wenn ich uns drei Frauen in dieser Runde anschaue, also, dann muss ich sagen, sind wir wahrscheinlich Fälle, vielleicht... Und wir, ja, also ich meine, wenn Melanie Miniger sagt, wenn ich mit einem ins Bett muss, dann, eben, dann hat sie eine gewisse Haltung, wo sie sich leisten kann und wo sie sich auch getraut. Und sehr viele andere Frauen haben das nicht. Mhm. Also das ist eine simplifizierende Erklärung. Aber genau über diese Frauen muss man reden. So, völlig genau. Nicht. Genau. Die muss man stärken. Was ich gehört habe beim Film, beim Blick oder im Laden, ich finde dann doch, wenn irgendein Mann mir auch mit 17, damals, als in der Schweiz mit 17, habe ich noch gar nichts gewusst. Und da sind ab und zu Männer gekommen und haben gefunden, kann ich jetzt sie hier anfangen? Dann habe ich gefunden, ich ins Hotelzimmer gehen. Mhm. Darum habe ich immer in der Lobby abgemacht. Aber das ist meine Mami und mein Papi, die mich so erzogen haben. Es ist die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wollte ich bekannt werden oder wollte ich Schauspielerin? Mhm. Und ich wollte immer bekannt werden. Gut, können wir von dem überhaupt noch diskutieren? Aber sie haben ein wichtiges Stichwort gegeben, dass sie gesagt haben, mit genau bei diesen Frauen muss man reden. Die, ja, die sonst keine Stimme haben, die nicht bekannt sind. Denen muss man Zungen ins Ohr tun. Ich glaube nicht, dass es sexy ist. Also ich habe es überhaupt nicht als sexy empfunden, sondern wirklich wahnsinnig schwierig. Also da ist Lohnungleichheit wahrscheinlich noch einfacher. Und klar muss man auch über Lohnungleichheit reden. Sagen wir über Lohnungleichheit, oder? Fordern die Frauen alles von den Männern und alles vom Staat und von sich selber aber nichts. Sind Sie verstanden, Frau Giesberger? Ja. Ich kann nur von meinem Fall reden. Ich habe es von daheim aus schon gelernt, seit ich klein bin. Ich glaube aber auch, das ist aber das Glück, dass ich das so haben können und dass ich dann deswegen so haben können reagieren, dass ich das Zimmer raufgegangen bin. Ja, also ich finde, ich habe zum Beispiel auch mal ein Erlebnis gehabt, letzten Sommer, zum Schlauchbootausflug in der Limmatabel und so, und ganz viele Leute sind dort dabei gewesen, und da bin ich auch einer, die ist im eigenen Schlauchboot gewesen, wir sind da am Quatschen gewesen miteinander und dann habe ich halt sie angezogen, weil wir haben ja wollen quatschen und der Fluss, oder, ist ja da gewesen, oder? Und dann ist meine Hand auf ihrer Hand gewesen, und das ist auch so geblieben, oder? Und das habe ich als positives Signal so interpretiert. Dann hat sie gesagt, verpiss dich, mir passiert das nämlich immer wieder. Dann ist ja kein Wunder, dass du auch falsch verstanden wirst, oder? Ich glaube, gewisse Frauen können das darum nicht, weil sie die emotionale Spannung nicht aushalten. Also, sie sind trainiert worden, haben sie gesagt, oder das? Ja, können sie sagen. Und das ist etwas, man muss aushalten, dass der andere... Nein, das haben sie gesagt, oder? Von daheim her. Und das kann aber auch in einem Frauenkloster unter Frauen passieren. Genau das Gleiche, oder? Ja. Aber jetzt haben wir ja gerade über das geredet und wir gesehen, es gibt eben ganz viele verschiedene Fälle. Ab wann soll, darf man sich daran empören? Ist das individuell? Wie gehen wir mit dem um? Ich finde es eigentlich gar nicht eine spannende Frage, Horvath. Ja, und das Ding, also ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte gehabt, ich habe mal so einen Flirtkurs ausgeschrieben. Und das finde ich so,
mega cool. Ja. Wegen der Empörung muss ich noch etwas sagen. Das hat mir sehr Eindruck gemacht, was sie gesagt hat. Oder? Die Empörung, man darf nicht vergessen. Moral. Ich finde Flirten lässig. Stichwort Flirten, jetzt sind wir bei Ihnen, Herr Hohmann. Ja. Sie sind ja ein Single-Coach und Sie zeigen ja den Männern, Sie lernen den Männern, wie man richtig flirten. Und Männer sind wahnsinnig verunsichert, wenn es um das geht. Ja, warum sind sie denn so verunsichert? Bei dieser klassischen Freundesschiene, oder? Wenn man nicht eine klare Position hat, also wenn ich jetzt eine Frau also der Best Friend, oder? Ja, sind der Sie best der Best Freund der Frau? Aber dann war es von Anfang an nicht der. Also wenn man in der Best-Friend-Zone landet, dann ist das nicht der. Bleiben wir noch ganz schön bei Herrn Horvath. Meine Meinung. Also was machen Sie gerne mit diesen Männern? Ich meine, die kommen zu Ihnen und dann. Ganz konkret, was lernen Sie diesen Männern? Eben mit Ablehnung umzugehen. Oder? Jetzt nochmal. Was tun Sie ihnen beibringen? Also das heisst, Sie nehmen zum Beispiel den ganzen Mut auf, gehen zu der Frau hin und dann vielleicht sagt sie, ja, du bist nicht, aber ich habe einen Freund. Die Gleichberechtigung aus der Debatte ist schon lange nicht ausdiskutiert. Und Sie, Melanie Winiger, haben ja auch einen Film produziert, der im weitesten Sinn, wo es eigentlich auch um das geht. Sie haben 5 Frauen porträtiert in diesem Film. Es geht um sexuelle Selbstbestimmung. Die Frauen kämpfen nur das und somit kämpfen sie auch um Gleichberechtigung. Und wir schauen den Ausschnitt da vom Trailer von dem Film. Oh mein Gott, das ist so gut. Ja, es ist ein weltweites Problem. Das älteste Unrecht der Welt ist am schwersten zu bekämpfen, haben wir jetzt gerade gesehen im Trailer. Was ist die Botschaft von dem Film? Hashtag Female Pleasure. Und wir haben 5 Frauen porträtiert, die aus verschiedenen Religionen und verschiedenen Kulturen kommen. Einer der wenigen, wenn nicht der einzige Film, den man feministisch nennen kann, wenn man ihn so nennen will, der aber ganz klar aufzeigt, dass es eine Kooperation mit den Männern muss geben. Mhm. Und jede von unseren Protagonistinnen hat eine sehr gute Beziehung zum Mann. Also es ist nicht ein Film, wo wir sagen, wir müssen jetzt von einem Patriarchat in ein Matriarchat. Mhm. Das ist nicht unsere Idee. Aber wir sollen selbst dürfen bestimmen, wie wir Sex haben, mit wem wir Sex haben, dass wir Lust zu Sex haben und dass wir nicht verstümmelt werden und sonst irgendwelche Praktiken an uns gemacht werden. Sie hat den Film angefangen zu produzieren, lange vor der MeToo-Debatte, aber jetzt natürlich in diesem Umfeld, in dieser MeToo-Debatte. Mhm. In die passt er rein, oder? Es passt rein, ja, weil es auch um... Der Film eben auch um Gleichberechtigung, oder? Ja. In einem höheren, in einem grösseren... Ja, das Rahmen schon. Aufstehen aus den Opfern oder rauskommen. Genau. Alle 5 Protagonisten in diesem Film, Sie haben es vorher gesagt, sagen auch, es ist ganz wichtig, dass man es zusammen macht. Dass genau. Es mit den Männern zusammen ja. Einen Konsens findet. Und auch Sie hat es gesagt, Frau Binswanger, jetzt aus dieser Empörung heraus müssen wir den Schritt machen zur Versöhnung. Wir sind fast schon am Ende der Sendung. Mich nimmt jetzt der Wunder, was ist denn der erste Schritt hin zur Versöhnung? Wo man schon noch ein bisschen erziehen muss. Also, morgen muss man noch erziehen. Aber zusammen. Man muss aufeinander zugehen. Heute Abend haben wir das auch gemacht. Wir haben es versucht. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie da waren. Merci für das Gespräch. Wenn Sie weiter diskutieren, machen Sie das. Hashtag SRF Club oder schauen Sie auf meinem Facebook vorbei. Es geht weiter bei uns mit der Tagesschau Nacht. Und morgen dann fragt die Rundschau, ist Demokratie in Gefahr?